So Leute, was geht ab? Condorado hier mit einem etwas spezielleren Video heute. Und zwar ist das meine Herausforderung, beziehungsweise die Challenge, die ich mir selber gesetzt habe, ist Modern Warfare 3 Moab in Black Ops 3 zu spielen. Und ich erzähle euch auch gleich, wie ich dazu gekommen bin und beziehungsweise auch, was man alles machen muss, damit es wirklich Modern Warfare 3 am ähnlichsten kommt, wie es eben geht. Das hat für mich selber so angefangen, dass ich praktisch mir eine Klasse zusammengestellt habe, die mich ein bisschen an Modern Warfare 3 erinnert. Da das Spiel so schon dem Spezialistenpaket ein bisschen ähnlich kommt, weil man ziemlich schnell ist und sich doch ziemlich gut bewegen kann, habe ich einfach darauf geachtet, die Perks so anzupassen, dass die auch dem Spezialistenpaket am ähnlichsten kommen. Und da war jetzt am allerwichtigsten für mich, die Perks zum Soundhorn zu nehmen. Also, ich sag die mal alle auf Englisch, weil die deutschen Namen fallen mir jetzt nicht ein. Also, Awareness und Dead Silence, also Totenstille und Aufmerksamkeit oder so. Und dann habe ich noch Fast Hands und Scavenger. Das sind Perks, die man einfach braucht, um auf Nuklear zu gehen. Also, ohne geht's praktisch kaum. Und dann habe ich noch Ghost, also Geist. Und ja, das war's eigentlich schon. Die Kuda habe ich genommen, weil sie mich an die UMP erinnert in Modern Warfare 3. Vom Aussehen und auch von der Art, wie die funktioniert, also wie die kickt und schießt, und daher fand ich das eine gute Wahl. Aufsätze habe ich auch nur genommen, die es praktisch in Modern Warfare 3 gibt. Und ich habe das dann so ein bisschen abgewandelt, nachdem ich ein Video gesehen habe, ich verlinke euch das auch in der Beschreibung, von jemandem, der eine Herausforderung für sich selber hatte, und zwar ohne Doppelsprung und ohne, also dieses, genau, an den Wänden zu rennen, überhaupt zu nutzen. Und ich habe das dann praktisch so verbunden, also ich habe die Klasse mir so gemacht wie in Modern Warfare 3 und ich habe mich eben versucht, nur so zu bewegen in Modern Warfare 3. Der Unterschied, den ich halt noch hatte, ich habe halt auch aufs Rutschen verzichtet. Das hat der Typ in seinem Video nicht gemacht, aber ich finde, wenn man eben schon wie Modern Warfare 3 das versucht zu machen, sollte man eben auch auf das Rutschen verzichten. Ja, das Video, ich habe mir ein bisschen mehr Arbeit, also Mühe gegeben, das ein bisschen cooler zu gestalten. Also ich habe das echt versucht, so ähnlich wie möglich der Moab zu machen. Also ihr seht auch nachher noch so ein bisschen Special-Effekte, die ich eingebaut habe. Könnt mir ja mal schreiben, was euch alles auffällt, weil ich schon ein bisschen Arbeit hineingesteckt habe in das Video. Damit es halt ziemlich realistisch, sag ich mal, so realistisch wie es geht, der Moab nahe kommt. Ja, und selbstverständlich, es ging nicht darum, eine Nuklear zu kriegen, also eine 30er-Serie, sondern eben eine Moab. Sprich 24 bzw. 25 Kills ohne Hardline. Und also ich habe die Nuklear auch nicht bekommen, ich bin einen Kill davor gestorben, aber was eben vor allem sehr wichtig war, ich habe überhaupt keine Killstreaks benutzt, also kein UAV, kein Hater, kein gar nichts, weil es sollte wirklich einfach dem Spezialisten Moab oder der Spezialisten Moab so nahe wie möglich zu kommen. Und ja, von daher war nicht ganz so leicht, also hat mich auch ein paar Spiele gebraucht, bis ich es endlich geschafft habe. Ihr könnt es ja mal selber versuchen, das waren meine Bedingungen, ihr könnt es ja vielleicht so ein bisschen abwandeln für euch, aber wenn ihr andere Challenges für mich hättet, würde mich freuen zu hören. Ich zeige euch jetzt gleich, wie ich die Moab bekomme, und könnt mir sagen, ob es euch gefallen hat, so Videos in dieser Art und Weise. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein. Ciao!